HTML und CSS. Ein Bild einfügen. Um ein Bild einzufügen, verwenden wir das img-Element. Das folgende Beispiel würde ein Bild einfügen. Siehe Zeile 10. Das img-Element hat nur ein öffnendes, aber kein schließendes Tag. Es enthält ein src, source und ein alt-Attribut. Mit dem src-Attribut wird der Ort und Name des Bildes angegeben. Hier bild.png. Das alt-Attribut ist ein alternativer Text, der den Inhalt des Bildes beschreibt. Dieser Text wird von Suchmaschinen verwendet oder wenn aus irgendeinem Grund das Bild nicht angezeigt werden kann, zum Beispiel bei einem Screenreader für Blinde. Die Webseite sieht momentan so aus. H1 Überschrift, P Paragraph und img das Bild. Bild.png. Für das src-Attribut von Bildern, aber auch für das href-Attribut von Links werden URLs verwendet. Mit der URL wird also die Adresse einer anderen Datei, zum Beispiel eine andere Webseite oder ein Bild angegeben. Je nachdem, wo diese Datei liegt, muss entweder eine relative oder eine absolute URL verwendet werden. Wenn eine Datei auf der gleichen Internetseite liegt, dann wird eine relative URL verwendet. Diese besteht, wie wir es im Beispiel gesehen haben, nur aus dem Namen der Datei. Eine relative URL ist immer relativ zur aktuellen HTML-Seite. Wenn die Zieldatei in einem anderen Ordner liegt, muss dies berücksichtigt werden. Wenn das Bild aus dem Beispiel in einem Unterordner namens Bilder liegt, dann würde die relative URL bilder-bild.png lauten. Falls die Datei in einem übergeordneten Ordner liegt, dann können wir mit ../ in diesen Ordner gelangen. Die URL wäre in diesem Beispiel ../bild.png. Wenn die Datei auf einer anderen Internetseite liegt, dann wird eine absolute URL verwendet. Dabei wird der ganze Domainname angegeben. Merken Sie sich zu URLs mit Angabe von http://, ist eine URL absolut. Ohne Angabe von http://, ist eine URL relativ zur aktuellen Webseite. Ein Punkt verweist auf das aktuelle Verzeichnis. Zwei Punkte verweist auf das übergeordnete Verzeichnis. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, versuchen Sie nun ein Bild in Ihre Webseite einzufügen. Dazu müssen Sie ein Bild in den Ordner auf Ihrem Computer kopieren. So zum Beispiel die Datei bild.png. Achten Sie darauf, dass Sie den exakten Dateinamen inklusive der Dateiendung angeben. bild.png. Der gesamte Code könnte nun etwa so aussehen.